Ende 2018 startete der Bau vom Kleinwasserkraftwerk Argenbach in Au. Ja, also wir haben das Projekt 2009 angefangen zum Entwickeln mit den ganzen technischen und wirtschaftlichen Untersuchungen, die dort dazugehören. 2015 haben wir dann den Bescheid gekriegt und 2019 war dann der Baustart. Das neue Kraftwerk besteht aus einer Wasserfassung, einem 4,1 Kilometer langen Druckrohr sowie dem Krafthaus im Ort. Wir sind hier im Herzstück der Anlage, im Krafthaus mit den zwei Maschinensätzen mit insgesamt 7 Megawatt Leistung und würde euch anhand von der kleinen Maschine, weil es da sehr anschaulich ist, gerne mal zeigen, wie so eine Maschine ausschaut. Beim Kraftwerk Argenbach haben wir eine Fallhöhe von 240 Meter. Das entspricht annähernd der oberen Plattform vom Eiffelturm. Und jetzt muss man sich vorstellen, jede Sekunde fließen 3,5 Kubikmeter pro Sekunde durch die Maschine. Hier haben wir gerade einen Deckel im Boden. Das sind 1,5 mal 1,5 Meter. Und jetzt kann man sich vorstellen, auch 1,5 Meter hoch. Dieser Würfel fällt also jede Sekunde mehr oder weniger vom Eiffelturm und wird dann auf diese beiden Maschinen, die wir hier haben, aufgeteilt. Wir sind hier an der Wasserfassung vom Kraftwerk Argenbach. Das ist bei uns in unserem Kraftwerkspark, möchte ich sagen, die best ausgestattete Wasserfassung mit einem sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad. Wir befinden uns hier in einer Schlucht, die ausschließlich über den Stollen zugänglich ist. Also der ganze Bau dieser Anlage wurde rein über den Stollen abgewickelt. Das Wasser, die 3500 Liter pro Sekunde, wird über ein Tiroler Wehr eingezogen, anschließend in eine Entsanderanlage gebracht. Anschließend nach der Wasserfassung gelangt das Wasser dann ins Druckrohr, das hier auf die ersten 2 Kilometer im Stollen verläuft. Das Kraftwerk wird jährlich 24 Millionen Kilowattstunden erzeugen. Somit kann nun regionaler Ökostrom in die Gemeinden Au, Schoppernau und Damüls geliefert werden.